So, mal schauen. Dann fahren wir zuerst zum Hotel. Schauen, ob das funktioniert. Ja, kommen wir ja nicht lang. Ammunition brauchen wir nicht. Leben haben wir auch fast voll. So, mal schauen, ob es diesmal klappt hier. Fangen wir einfach mal ganz oben an. So, schießen wir auf jeden Fall schon mal zurück hier, die Herren. Und wir sehen wieder einen nicht. Machen wir schnell die anderen. Gucken, vielleicht steht er dann wieder, wenn wir weit genug weg waren. Geht's hier runter? Jetzt irgendwo raus hinten. Hoffe ich zumindest. Jawohl. Machen schnell mal die anderen. Ansonsten müssen wir uns vielleicht mal Raketenwerfer cheaten oder so, wenn das nicht funktioniert. Dieses Auto eben, das ist einfach unglaublich. So, ab zum nächsten. Ja, dann bin ich durch mit einem dicken Van hier. So, das waren jetzt aber ein paar Gegner, die irgendwo rumstehen. Ach ja, genau, die haben uns auf uns auch mit dem Sniper geholt. So, jetzt fahren wir wieder zum letzten zurück. Haben nur 3 Minuten 45. Wenn du mich durchlässt. So, Auto qualmt. Auto wechseln. Also, ich wechsle jetzt wirklich, weil es qualmt und nicht, weil ein Cheetah steht. So, 15 Sekunden verschwendet zum Auto wechseln. Cool. Ist schon ein Bürgershot hier. Ja. Entschuldigung. Ich habe was gesehen. Vielleicht kommen wir hier ein bisschen höher. Aber noch knapp 3 Minuten. Was noch höher? Uns vielleicht doch einen Weg hochgefunden. Immer bestimmt auch irgendwo im Päckchen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier unseren Freund. So, 15.000. Helikopter und Päckchen. Aber ich glaube, Helikopter kann man nicht fliegen, GTA 3. Nur den lustigen Dudu. Päckchen 9 von 100. Ein Helikopter fliegen. Und Rockstar Games Logo, ja, steht sich. Und ganz ehrlich, beim Draufbauen dieses Logos hätten sie sich noch ein klein wenig mehr Mühe geben können. Na egal. Die Jungs von Rockstar Games, die dürfen das. Die können das machen, wie die das wollen. Was, ob wir noch ein Paket finden? Nee, sieht nicht so aus. Ah, jetzt haben wir ja die Mission im Casino. Gar nicht aufgepasst, wie er heißt. Da ist der Bruder von Akusa. Kurin oder so hieß er. Aber wir fahren erstmal wieder zu Akusa.
Man hat die uns ja aus der Patsche geholfen, also. Nur ihr natürlich auch ein paar Gefälligkeiten schuldig. Ja. Sollten vielleicht mal die Straßenseite wechseln, bevor es zum Unfall kommt. Suchen wir aber eh runter. Zack. So, mal schauen, was der Cousin jetzt schönes für uns hat. Der Paparazzo. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Uns ein Polizeiboot holen? Zumindest laut dem englischen Originaltext. Aber so wie in der Übersetzung soll es einfach ein normales Boot sein. Ja, ich muss jetzt unbedingt das Boot da drüben nehmen. Oh, das ist gefährlich. Und doch, ein Polizeiboot. Wir haben nie vergessen, wir können nicht schwimmen. Ah, in der Nähe steht F-Drücken reicht. Ach, deswegen ein Polizeiboot, okay. Jetzt können wir schießen. So, mein Freund, Alter, du hast unsere Ladies beobachtet. Würde teuer zu stehen bekommen. Kamera, kannst du schon mal ins Wasser schmeißen? Darfst du eh nicht behalten. Wir Schaden haben wir jetzt noch nicht gemacht. Ja, mit unserer Uzi schießen können wir nicht. Holen wir irgendwie überhaupt keinen Schaden an den Jungen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt sind wir wieder nah genug dran. Ja, komm schon. Ja, nicht am Ufer stranden. Ei, ei, ei. Ja, komm schon. Hälfte, Hälfte vom Schaden, haben wir schon. Aber wir kommen einfach nicht ran. Wir treffen ihn nicht so, wie er jetzt ist. Jetzt kommen wir wieder ran, oder? Ich glaube, ein bisschen Schaden haben wir gerade gemacht. Mal schön weiterschießen. Klang doch wie ein Treffer-Sound. Jetzt ist er wieder sehr weit weg. Da müssen wir vielleicht irgendwie einen Weg abschneiden können. Oder will er ja aussteigen? Er fährt doch zum Pier, oder? Nee, nee, nee. Jetzt, komm mal, jetzt. Immer schön nah dran. Jetzt haben wir auf jeden Fall, jetzt. Bock. Ja, wandert der Schaden da oben. Nein! Jetzt zu Fuß abhaut.
Oh nein. Schneller da ja. Komm, schneller, mein Freund, schneller. Wo ist der Paparazzi? Er ist verschwunden. Oh nein. Einfach zu wenig Schaden gemacht. Aber ich habe eine Idee. Die Autos stehen ja doch sehr lange hier. Wo war der Aufgang? Dann nehmen wir jetzt ein Auto im Weg. So. Hat Spitze funktioniert? Stellen wir ihm gleich noch eins im Weg. Vorsichtshalber. Oh Mann. Ja, ja. Landstalker. Okay. So, das sollte. Wenn er dann immer noch hier steht, auf jeden Fall steht er uns vor allem im Weg, wenn wir ja wollen. Klasse. Mann, Mann, Mann. Na gut, aber wir kriegen das hin. Ein bisschen schneller laufen wir. Zack, zack, zack. Das ist wie bei Zelda hier. Zack, zack, sind wir schneller. So, der Paparazzi. So, Versuch Nummer 2. Ja, da ist er. So, müssen eh auf den anderen Steg runter. Können wir gleich Steg fahren. Lauf faul. Auf den Fall der Fälle stellen wir noch ein zweites Auto hin. Wir fallen jetzt gleich ins Wasser, aber wir können das Auto wegschieben und direkt wieder hinschieben. So. Wo ist er denn? Nee. Warum eigentlich? Haut er ja nicht ab. Nur eigentlich. Okay. Gleich hinterher. Ja, er ist verschwunden. Och, Mensch. Ist doch Blödsinn hier. Das ist doch Blödsinn. Ja. Das war so klar. Ich hasse die Boote in GTA. Generell jetzt nicht bloß GTA 3. So wieder unsere ganzen Waffen verloren. Och Mann, ey. Das ist doch kacke. Gib mir mal dein Auto, Kumpel. Kriegst du Auto die wieder? Brauchst du mir nicht gucken? So, wir fahren jetzt trotzdem erstmal wieder zu Akusa. Will die Mission mit dem blöden Boot schaffen. Kriegt ein Telefon. Oh Mann. Vielleicht hat wieder unsere Bauarbeiterfreunde durch die Gegend laufen. Jawoll.
Wir wissen noch gar nicht, wie die Gang heißt, die Bauarbeiter. Und zack. Oh Mann, Versuch Nummer 3 für so eine wahrscheinlich eigentlich ziemlich leichte Mission. Aber jetzt schaffen wir das. Bin ich mir 100% sicher. So, erstmal wieder unseren Polizeitod fahren. Und dann lassen wir wieder schön im Weg stehen. So. Zum Boot. Aus dem Boot rausgehen ist echt das Schwierigste. Da werden wir sicherlich im Vice City nochmal Probleme mit haben. So, komm schon. Leute, haben wir schon richtig viel Schaden gemacht, direkt am Anfang. Und schon so fast kaputt. So war's schon. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. So, da haben wir uns direkt die nächste Mission bei Akusa. Und gleich hier rausgehen. Hoffentlich ohne zu ertrinken. Wenn wir erstmal sehen, wo wir hinlaufen. Ja, komm. Spring drauf, Mensch. Ich hasse Boote. Ich hasse Boote. Oh, Zelda-Style? Nee, geht nicht. Na gut. So, und zack. Alltag für Way. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Wir bezahlen jetzt also den Informanten der Polizei, während Maria scheinbar doch irgendwie verhindert ist. Okay. So, wir schnappen uns wieder das Auto von Akusa. Leid zu uns ja immer, netterweise. So. Fernsprecher. Nehme ich mal an, wird er uns irgendwo anders hinlotsen. Hier wo kaum ein Fernsprecher mit uns treffen. Er klingelt auch schon, perfekt. Zum nächsten Fernsprecher, okay. Entschuldigung. So, mal schauen. Nächste Einfahrt ist schon der Fernsprecher.
zwei. Ah, doch, das ist hier unten. Nö. Ich bin mich auch gewundert, wenn der Fernsprecher hier unten ist. Auf der anderen Straße, ja. Ups, Entschuldigung. Da ist er. Schickt uns bestimmt zum nächsten. Im Liberty Campus, okay. Die Straße ist gesperrt. Wir müssen eh irgendwo hier hinter. Unsere Freunde, die uns verraten haben. Irgendwo ist hier ein Fernsprecher, wir können ihn hören. Und wir können ihn sehen. 40 Sekunden. South Belleville Park. Aber bloß noch 38 Sekunden. Wir müssen uns wirklich beeilen. Das Auto nicht schrotten, könnte das sogar noch was werden. Ja, ja, selber Idiot. So, hoffen wir jetzt einfach mal, dass das nicht so weit weg ist. Ein Cheater wäre jetzt natürlich besser. Oh, 14 Sekunden. Ja, der Park ist ja gleich vorne. Ja, komm. Ah, nein, das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr. Wir sind fehlgeschlagen. Zu langsam, Mann, zu langsam. Okay, jetzt, wenn wir jetzt die erste Telefonzelle nicht mehr suchen müssen, dann sollten wir das eigentlich hinkriegen. So, ja, willkommen auf dem Stream, Matthias Wartek. War jetzt kein so toller Sprung. Wir machen das jetzt auch gleich so. Ich stelle uns jetzt das richtige Auto. Immer passend hierher. Ja. Also nämlich gleich losgehen. My handsome handyman. Maria's all tied up. So, genau, dein nützliches Helferlein ist wieder da und haut aber direkt klar. Gut, schaffen wir das. Im Regen. Uns vielleicht ein Cheetah aus der Garage holen sollen. Er fährt sich doch um einiges besser, gerade was jetzt so Kurven angeht. Das Auto der Yakuza ist hier nur am Rutschen. So, lasst mich vorbei, ich habe keine Zeit. Ich habe einen Benji auf die Straße. Dann hätte ich abbiegen müssen. So schlimm, fahren wir einfach hier außen rum. Da ist ja schon der Telefonsprecher. Westbeller Park. So, schnell wieder ins Auto. 2 Minuten 35 noch. Gut. Da ist ein Cheater. Keine Zeit zum Auto wechseln. Dauert einfach zu lange. Das ist doof, wir müssen durch den Park fahren. Brauchen nicht einen Ausgang oder einfach drüber springen. Tschüss, klingeln, aus dem Weg. Ah, wieder auf der falschen Seite. So, ein Mist. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, 1 Minute 42. So, jetzt wieder zum Liberty Campus. Ja, crazy Idee. Komm, aus dem Weg, Eule. Eine Minute 30. Das wird wieder richtig eng. Keine Zeit zum auf der Straße fahren. Da hinten ist es. Und dann raus und schnell. 1 Minute 12. 1 Minute 12, das schaffen wir. Life Park, okay. Ja, schnell wieder rein und weiter geht's. Komm schon. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit mit euch zu spielen, Leute. 55 Sekunden noch. Sieht auf jeden Fall besser aus wie vorhin gerade. Oh, hier haben wir die Kurve. Ja, komm. Die Toilette täuschen im Park. Keine Zeit mehr, okay. Das auf jeden Fall schon mal geschafft, aber ich glaube fast, es könnte eine Art Hinterhalt werden. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal vorsichtshalber unser Auto mit. Ah, wir haben keine Waffen. Ein Ammunition gleich um die Ecke zufällig. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal ohne Waffen. Oh, das wird in die Hose gehen. You must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bad world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Okay. Korrupter Bulle. Den wir in einem Toilettenhäuschen treffen. Nehmen wir an, für den sollen wir wahrscheinlich geschwätzige Kollegen dann erledigen. So, jetzt haben wir schon 3 Auftraggeber. Und das Telefon, das grüne. Aber wir fahren jetzt zu Azuka und Ammunition. Unbedingt Ammunition. Das müsste ja irgendwo ganz in der Nähe sein, das Ammunition. Oh, hier ist es. So. Ja. Oh, das Ganze ist wieder hübsches, ziemlich ein Geld.